Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Heute habe ich wieder was Schönes für euch, was ich von der Spielwarenmesse mitgebracht habe. Und zwar diese wunderbare Videokassette. Ja, ihr habt richtig gehört, Videokassette. Die Jüngeren von euch kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist so halbwegs analoges Zeug. Das musste man in so einen Rekorder reinpacken. Ja, ganz früher noch so mit so einer Klappe von oben. Das hat man dann zugedrückt, dann auf Start gedrückt. Und dann hatte man einen Film mit ganz, ganz schlechtem Bild und ganz, ganz schlechtem Ton. Ja, damals war es das Nonplusultra. Ja. Und wenn man das zu Ende geguckt hatte, dann musste man das wieder zurückspulen komplett. Ja, diese Worte sagen euch alle nichts, ich weiß. Nein, die meisten von euch Zuschauern werden wissen, was eine Videokassette ist. Und das hier, das ist eigentlich keine richtige Videokassette. Das ist ein ziemlich geiles Ding und das habe ich von AAA Merchandise bekommen. Ja, und ich habe das total abgefeiert. Das waren total nette Menschen an diesem Stand. Der Stand wirkte immer so ein bisschen verloren, so in so einer Ecke. Obwohl, eigentlich war der ziemlich gut platziert, weil die hatten direkt da so Sitzplätze, wo Leute sich hingesetzt haben, die dann gegessen oder einen Kaffee getrunken haben. Und von daher war der Platz gar nicht mal so verkehrt. Aber ich bin da irgendwie ein paar Mal hin und hab die freundlich begrüßt, hab mit denen geredet, fand die Sachen total toll. Ja, die haben nämlich nicht nur solche Kassetten, die haben auch Christmas-Sweater da zum Beispiel und Hoodies. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und von daher, ja, habe ich dann einfach immer nett mit denen gequatscht und war ein paar Mal da im Laufe der Woche. Und ich habe noch nicht mal nachgefragt, ob die mir da irgendwas von mitgeben wollen. Ich habe denen halt erklärt, was ich so mache. Und dann hieß das am Ende, komm einfach morgen nochmal vorbei, dann kriegst du eine Kassette mit. Und das habe ich natürlich dann gemacht. Also, das ist jetzt schon mal die Geschichte, wie ich an diese Kassette rangekommen bin. Und ihr seht schon, da ist dann halt erstmal so eine Banderole rum, ja, die dann auch so ein bisschen erklärt, was das ist. Und die kann man so abziehen, wegpacken. Und dann hat man diese wunderbare, klassische Videokassettenhülle. Mit einem Turtles-Motiv. Ziemlich genial. Und ja, Kenner werden natürlich sagen, ja, Moment mal, das ist aber breiter als eine normale Videokassette. Das sehe ich sofort. Ja, der Rücken ist zu breit. Ja, das stimmt. Sie mussten es ein bisschen verbreitern, damit sie die ganze, ich will mal fast sagen, Technik da untergebracht bekamen. Beziehungsweise es ging auch, er sagte mir das unter anderem auch deswegen, damit keiner auf die Idee kommt, das in einen Videokassettenrekorder? Ja, in einen Videorekorder reinzustecken. Die soll halt nicht passen. Deswegen ist die etwas verändert von der Grundform. Auf der Rückseite. Die Abenteuerrückseite, das ist nichts, wofür man sich fürchten müsste. Ja, ich weiß, nicht mein Spruch, aber ne, immer mal wieder gut. Den habe ich übrigens nicht getroffen auf der Spielwarenmesse. Der war nämlich auch da und ist da rumgelaufen, aber den habe ich leider nicht getroffen. Deswegen ne, hier die kleine Hommage an ihn, den lieben Thomas. Ja, was haben wir hier? Rückseite. Einfach so Motive hier, Shredder und so, was so theoretisch auf dieser Kassette drauf sein könnte. Diverse Informationen, hier steht dann noch so Video, bla, und also es ist so wirklich... Es ist wirklich eine wunderschöne Videokassette. Und die kann man dann auch so aufmachen wie eine ganz normale Videokassette, wenn man das dann hinkriegt. Warum geht denn die nicht auf? Hä? Und bist du nicht fähig? Die geht eigentlich ganz leicht auf, man muss nur wissen wo. Was soll in der Mitte so ein bisschen ziehen. Aber ja, das ist live, das schneide ich auch nicht raus. Nein, nein, das bleibt alles drin. Ihr sollt ja auch sehen, wie ich struggle manchmal. Ja, und dann habt ihr hier so eine Hülle. Ganz normal, könnt ihr so beiseite packen. Die könnt ihr dann im Prinzip mit dem Kabel hier, das könnt ihr nutzen, um das Gerät hier zu betreiben, wenn ihr das wollt. Ja, zum Beispiel mit einer Powerbank, dann könnt ihr das hier irgendwo in den Hintergrund stellen. Also nicht bei mir, sondern dann bei euch entsprechend logischerweise. Ja, und da könnt ihr dann mit einer Powerbank arbeiten. Das soll wohl so 12, 13 Stunden halten. Auch so, oder keine Ahnung, auch so Batterien könnt ihr auch nutzen. Hier ist so ein Batteriefach. Ich habe das schon angeschaltet jetzt. Oh Mann, einmal mit Profis, ich sag euch das. Ja, oder ihr macht das halt an euren Computer mit einem USB-Anschluss. Alles möglich. Ne? Dementsprechend. Das ist mit dabei immer. Das kann man hier hinten so mit reinpacken. Dann ist das auch weg. Dann stört das keinen. Und dann kann man hier die Kassette so zumachen und auch mit dazu in den Hintergrund stellen. Das geht. Dann habt ihr diese wunderbare Kassette. Und sie ist wirklich so, ne? Ihr seht das auf der Rückseite. Hier ist es wirklich so gemacht wie bei einer ganz normalen Kassette. Ich feiere das total. Ich finde das super. Und ihr habt dort auch mehrere Möglichkeiten, das aufzustellen. Ihr habt hier hinten zum Beispiel so ein Ding zum Ausklappen, dann könnt ihr das so hinstellen. Ihr könnt das gar nicht sehen. Ich muss das mal so ein bisschen. Ich mache das mal so. Dann steht sie dann so ein bisschen schräg. Ja, das könnt ihr zum Beispiel machen. Dann könnt ihr das auch wieder einklappen, wenn ihr das nicht so machen wollt. Oder ihr könnt das zum Beispiel so machen, dass ihr hier diese Klappe runterklappt. Dann steht das so. Auch sehr schick. Also kann sich auch sehen lassen. Oder, und das ist auch ziemlich cool, die haben hier auch so Möglichkeiten für eine Wandaufhängung. Da könnt ihr dann einfach Nägel in die Wand knallen oder Schrauben oder was ihr gerade so da habt.
Ja, und dann könnt ihr das hier so zack justieren und dann habt ihr das an der Wand hängen als Lampe. Das ist schon ziemlich geil. Also die haben an alles gedacht, was man braucht. Ansonsten hast du hier hinten den ganz regulären Mini-USB-Anschluss und hier dieses eben das Batteriefach, da sind dann ein paar Batterien drin. Die sind im Lieferumfang nicht mit dabei. Die müsst ihr selber da einbauen. Ups, ich kriege das Fach nicht mehr zu. Heute habe ich es aber echt mit Sachen, die nicht so funktionieren, wie sie sollen. Aber das ist wie live. Wir nehmen das einfach mal so hin. Ja, soll ja auch lustig sein für euch. Ja, und was kann das Ding? Es ist natürlich keine reguläre Videokassette. Das ist also jetzt keine Folge von die lustigsten Home-Videos von damals drauf oder keine Ahnung, Opa beim Schlafen. Nein, das ist ein Licht, das ist eine Lampe. Ja, die kann man hier so anschalten und dann seht ihr, aha, ihr seht gar nichts. Moment, wir machen es mal ein bisschen dunkler hier. Kleine Erinnerung an mich, nächstes Mal das Video aufnehmen, wenn es draußen dunkel ist und nicht mitten am Tage. Aber so funktioniert es ja schon. Könnt ihr mich noch sehen? Hallo, ich bin hier. Und ihr seht schon, es leuchtet jetzt in diesem wunderschönen Rot. Ja, und auch auf der Rückseite könnte man auch sich hinstellen, wenn man dann nur diese zwei Punkte haben will. So als Augen in der Nacht. Und ihr seht schon, das beleuchtet recht gut. Ne? Soll ich euch eine Gruselgeschichte erzählen? Nein, besser nicht. Wer weiß, was dabei rauskommt. Ja. Und ihr habt noch andere Farben. Guck mal. Das Geheimnis des U's. Oder soll ich doch eine Gruselgeschichte erzählen? Der letzte Mensch auf Erden sitzt in seinem Wohnzimmer. Plötzlich klopft es an die Tür. Ja, gruselig, ne? Wenn man der letzte Mensch auf Erden ist, hat da keiner mehr zu klopfen. Egal, grünes Leuchten, blaues Leuchten. Was macht das? Na? Genau, leuchtet blau. Gelbes Leuchten, auch sehr schick. Ja, dann haben wir hier so ein Lila. Das finde ich natürlich auch nice. Ich bin ja so ein Freund dieser Farbe. Ja, und dann haben wir hier noch mal so ein anderes Blau. Das eine war irgendwie türkiser, ne? Dann haben wir hier ein Weiß. Das ist jetzt das Weiße. Und dann gibt es wieder das Rote. Ich weiß nicht, ob es auch noch so ein Intervallding gibt, was immer durchwechselt, aber ich glaube nicht. Ja, und wenn ihr länger drauf drückt, dann schaltet sich das Ding aus. Funktioniert also. Ich feiere das total. Ich finde das total geil. Also hier zum Beispiel mit dem Grün oder diesem blauen Leuchten. Das finde ich schon ziemlich nice. Und wenn man sich das dann hier na, so ins Zimmer stellt, so hinten im Regal, das kann schon was. Ihr braucht so ein Teil. Ich glaube, ich mache es erstmal wieder hell hier. Das ist mir jetzt ein bisschen zu duster mit euch. Es werde Licht, ja. Und es wurde Licht. Ich feiere das Ding total und ich bedanke mich hier nochmal ganz recht herzlich bei den beiden lieben Menschen von AAA Merchandise. Das war eine tolle Erfahrung und ich freue mich drauf, euch nächstes Jahr wiederzusehen. Ihr werdet wahrscheinlich kein Wort dieses Videos verstehen. Ja, egal, macht nichts. Aber so ist das nun mal. Ja, wo könnt ihr das Ding kriegen? Fragt ihr euch jetzt. Ja, unten in der Videobeschreibung ist ein Link, da solltet ihr das bekommen können. Das ist ein englischer Shop, das müsst ihr bedenken. Ja, das kann also sein, dass da Zusatzkosten auf euch zukommen, wie Einfuhrumsatzsteuern, DHL-Gebühren etc. etc. Ihr wisst Bescheid. Zolleinfuhr ist halt immer so eine Sache. Kann auch sein, dass es so durchkommt, aber das kann ich euch so nicht genau sagen. Und ich glaube, die haben auch einen Mindestbestellwert von ein bisschen was. Da müsst ihr mal gucken. Aber ihr könnt die da bekommen. Was die da genau kosten, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, und wer weiß, vielleicht sind die demnächst auch einfach auf dem europäischen Markt, also auf dem deutschen Markt, einfach irgendwo zu kriegen. Wir werden sehen. Ich finde die Dinger total geil. Ich feiere diese Hülle. Ich feiere diese Kassette. Und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wo ich das in mein Setup einbauen kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das hinkriege, weil ich habe hier, ihr seht, die Regale sind voll. Und wenn es hier hinter mir steht, seht ihr es auch nicht, dann bringt es euch auch nichts. Aber eins kann ich euch sagen, das Ding wird immer wieder Einsatz finden in den Livestreams, weil da ist ein etwas anderes Setting. Ja, und dann kann ich das in den Livestreams halt einfach im Hintergrund stehen haben und dann ist es auch immer mal wieder zu sehen. Ich finde das Ding mega geil und ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Video. Ich weiß, ich hatte Spaß, auch wenn hier wieder ohne andere Fails dabei waren. Aber so ist das. So ist das. So ist das einfach. Ja, manchmal muss das einfach so sein. Ja. Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke, wieder anschalten. Jo, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Mach es gut. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ha, ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.